Raus. Obwohl, wart mal. Trick, zeig mal ganz kurz deine Dingens da. Fertigkeiten. Hat er jetzt gar nicht gelernt. Haben wir irgendjemanden, der Rüstung gelernt hat? Ich hatte nämlich gerade einen ganz üblen Verdacht. Nee, 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 nee. Hast du noch einen Punkt über Tirik? Nein. Ein Punkt. Dann lern du mal bitte mittelschwere Rüstung. Ja. Mein Verdacht ist nämlich, dass der Händler keine Rüstung anzeigt, wenn keiner unserer Helden sie tragen kann. Was komisch wäre. Aber im Bereich des Möglichen. Nee, okay. Hätten wir es auch ausgeschlossen. Aber ja, wäre auch ein wenig schade gewesen. Denn ich mag es echt nicht, wenn die Spielwelt sich wirklich nur um die Helden kümmert. Also die Welt quasi um die Helden herum aufgebaut ist. Das macht nicht so wirklich viel Sinn. Und raubt auch so ein wenig die Stimmung, finde ich. Also ja, am Anfang fanden es alle toll. Ich bin der Held, ich bin das Zentrum des Universums. Aber mit der Zeit findet man das dann irgendwann nur noch kitschig. Also ist mir jedenfalls so meinem bekannten Kreis aufgefallen. So. Da hinten war das. Genau hier, wo wir schon die Schmerzensschreie hören und die Pogo-Armbrüste. Da, Pogo-Armbrust. Luftmagie, Bogen, Armbrüste. Hey, wo gab's denn die Streitkolben? Bogen? Keiner, okay. Mist, ich habe beim Zwerg gar nicht geguckt. Der hätte nur schwere Rüstung, oder? Was würde Sinn machen, wenn er noch Äxte anbieten würde? Ja, also laufe ich nochmal aus Unachtsamkeit zurück zum Zwerg. Guck aber außer schwerer Rüstung Experte noch was hatte. Und dann wüsste ich nicht, wo sonst. Ne, nur schwere Rüstung. Wir hatten noch ein, zwei NPCs im Dorf. Die könnten wir mal abklappern, ob da irgendwo was zu holen ist. Ausdauer und Ausweichen. Bär. Da ist der Witzeerzähler. Da hinten war die Bank, wo wir einen Auftrag bekommen haben für die Blumen. Ich weiß aber nicht, ob da noch ein NPC war. Hier war der alte Mann. Da war, glaube ich, der NPC. Jirks. Okay. Wir klappern ein wenig die Stadt ab. Weil ich denke echt, dass es sehr wichtig ist, dass wir die beiden Sachen auf Experte bringen. Weil früher in den Teilen hat die Experten und die Meisterstufe und was weiß ich immer ganz schöne Boni gebracht. Also halt auf Expertenstufe, dass man dann mehr Angriffskraft bekommt für jeden Punkt, den man bisher reingesteckt hat. Also vorher war das ja Experte ab Stufe 4. Das heißt, wenn man 4 Skillpunkte drin hatte, hat man 4 mehr Angriffskraft bekommen, was schon mal ziemlich heftig war. Oder bei anderen Sachen, dass man dann einen Schaden mehr macht pro Skillpunkt, den man reingesteckt hat, was auch ziemlich viel wäre. So, kannst du vielleicht irgendwas? Nein. Das war nicht begehbar, da waren die Prologo-Sticks. Im Tempel vielleicht Streitkolben? Ne, bezweifle ich. In der Spinnhöhle auch nicht. Hier sind ziemlich viele Leute am Niesen, fällt mir gerade so auf. So, und du mach mal bitte Fackelschein dahin. So, besser. Was haben wir hier? Nichts. Warum ist denn hier eine Tür eingetragen? Sehr kurios. Hatten wir hier vorher schon mal was gemacht? Okay. Also ich kann mich noch erinnern an ein NPC-Pärchen, die aber nur Tratsch hatten. Also hier unten könnten wir noch gucken. Und da oben beim Witzeerzähler. Ich glaube, ich gehe jetzt mit so einem Witzeerzähler. Vielleicht hat er ja was Neues. Fackelschein ist gleich schon wieder weg. Wie viel brauchst du denn? 5 Mana. Na gut.
Wir haben hier genug Proviant dabei, das passt schon. Also hier. Hier waren, glaube ich, die zwei NPCs, die nur tratschen wollten. Genau. Wie wird man Paladin? Kreuzritter, blub. Sachen, die in Might and Magic 6 und 7 sogar noch wichtig waren. Mit Kreuzritter, das weiß ich noch. Hier haben wir noch keine Kriegerklasse. Also keine richtige. Aber später könnte es wahrscheinlich wichtig werden, wenn alle Klassen implementiert sind. So, Witz. Ja, kennen wir schon. 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 Was sagt ein Rakshasa, wenn es wirklich gut läuft? Klappt ja wie am Schnurrchen. Okay. So, die Alchemistin wird nicht Streitkolben-Experte sein, hm? Nee. Magischer Fuki. Komm schon, gib mal Heiltrick, gib mal Heiltrick. Könnte ein bisschen Gedöns verkaufen. Die Sachen waren alle zum Verkauf. Oh ja, jetzt haben wir 6500 Gold. Nee. Da hinten war noch eine Tür. Also ja, da gucke ich nochmal ganz kurz hin und dann werde ich aber zurückgehen zu der Diebesgilde. Weil jetzt hier stundenlang in der Stadt rumlaufen, weiß ich nicht. Ich denke mal, früher oder später werden wir eh über die Lehrer nochmal stolpern. Klatsch, klatsch. Schade. Na gut. Licht ist aus. Soll mir recht sein. Wir finden den Weg auch so. Jetzt müssen wir nicht mehr aktiv nach irgendwas suchen. So ein Hasszauber wäre auch noch ganz schick. Also schneller laufen. Oder halt, wie gesagt, das Stadtportal, das es nicht gibt. Ich glaube, ich wäre so faul und würde mich sogar von da hinten aus zum Stadteingang teleportieren. Einfach nur, weil es schneller geht. Würde zwar wahrscheinlich sehr viel Mana verbrauchen, aber wir müssten eh gleich rasten, also passt das. Geht gerade die Sonne auf? Das Licht sieht komisch aus. Ah, okay. Raus. Direkt zum Liebeslager zurück oder irgendeinen kleinen Umweg? Nö, ich will wissen, was an der zweiten Etage ist. Und wir wissen, wie viele Etagen das Ding hat. Also ein richtig schön langer Dungeon wäre eine nette Sache. Zumal das ja ein total optionaler Dungeon ist, ne? Die Hauptquest führt uns dahin, wo wir noch gar nicht reingeguckt haben. Also ich finde schon, das ist jetzt Folge 18, 19 rum. Sagen wir mal 20. Sind wir mal nett. Da sie schon 20 Folgen waren, sind das jetzt schon durch 4, 5 Stunden. Also 5 Stunden Spielzeit. Wo bin ich? Da bin ich. Bin ich hier richtig? Nee, bin ich nicht. Da unten muss ich hin. Aber ja, 4 Stunden Spielzeit. Und wir haben noch nicht den Leuchtturm gemacht. Wir haben noch nicht die Diebesgilde zu Ende gemacht. Und dieses komische Schloss sowie noch. Das da. Burg Port Mehren. Das gibt bestimmt auch noch zum ersten Akt. Oh ja, kann man echt nicht meckern, würde ich sagen. Für ein Early Access. Nicht gegen die Steine laufen. Um die Steine laufen. Können wir da durch? Ja. Du darfst nicht... Das ist mit das Nervigste am nicht genug schlafen. Sie können gar nicht mehr zaubern. Es ist nicht so, dass sie irgendwie schlechter zaubern können oder weniger Mana haben oder eine Chance besteht, dass es fizzelt. Nö, sie können einfach gar nicht zaubern. Das finde ich ein bisschen extrem. Also was wie früher mit dem Betrunkensein zum Beispiel wäre ganz nett oder verflucht. Das war bei den Harpien immer so nervig. Die haben einen verflucht und dann ist nur jeder 10. Zauber durchgekommen. Das heißt auch das Endfluchen kam nur bei jedem 10. Zauber durch. Zufällig natürlich ausgewürfelt. Aber ja, das war gemein. Da habe ich mich lieber durch Tonnen von Gegnern gekämpft, als durch ein paar Harpien. Hatte ich richtig Bock darauf 6 und 7 zu spielen. Mist. Also ja, dafür ist das Early Access auch richtig schön. Ja, ja, wir schlafen ja schon. So. Aber ja, dafür ist das Early Access auf jeden Fall auch sehr gut. Man kriegt richtig Bock auf die alten Teile wieder. So.
Falsch abgebogen. Darum, 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 darum. Das ist nur eine Trainingspuppe. Da schon, da steht einer, wird nicht angezeigt in dem Minimap-Dingens hier. Können wir die Tür wieder zumachen? Ihr habt den richtigen Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Okay. Das wäre noch ein richtig schönes Feature. Wenn man auf der Minimap einen Gegner sieht und auch so ein bisschen entfernten Gegner sieht, der näher rankommt und der wahrscheinlich viel zu stark für einen ist, also wenn zum Beispiel ein Drache auftauchen würde, und man dann sich rückwärts in so ein Zimmer verzieht, die Tür zumacht und weiter weggeht und der Drache dann immer wieder gegen die Tür hämmert, bis die Tür kaputt splittert und dann in den Drachenraum reinkommt. Das wäre cool. Oh ja, ich mache mir mal zu viel Gedanken. So, rein da. Sollte gar nicht so schwer zu machen sein, denke ich. Das Problem ist halt nur diese automatische im Kampf sein, sobald innerhalb von drei Feldern ist. Das ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Dass man auch nicht vorher angreifen kann oder so, um vorher Schaden zu machen. Aber das könnte man zu leicht ausnutzen, so man es früher auch ausgenutzt hat. Wenn man früher einen Drachen gesehen hat, ist man auf schön weite Distanz gegangen, hat immer SSS, SSS gedrückt für Zaubern, 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 Zaubern. Oder schießen. Und es wäre dessen seitlich gelaufen. Dann konnte der Gegner ihn gar nicht treffen. Was natürlich absolutes Cheaten ist, aber damals. Ich habe nicht damit gerechnet, Tunnel wie diese unter diesem Gebäude zu finden. Das ist beunruhigend. Ich habe Geschichten über ganze unterirdische Städte gehört, die sich unter der Argon-Halbinsel erstrecken. Aber ich habe immer gedacht, es seien eben nur Geschichten. Ein Bogenschütze, ein Miliz und diese nicht gar rot, okay. Feuer. Genau, schön ranlaufen mit dem Bogen. Und er hat einen Pfeil im Knie. Ich sag nichts. Eisenadern, oder? Das wäre auch noch sehr schön, wenn man mit der Umwelt interagieren könnte. Oder irgendwelche magischen Erze abbauen und die dann eintauschen für Gegenstände wie früher. Das wäre auch ein schöner Schmankerl. So, komm her. Bei euch gehen wir gleich in den Nahkampf. Was macht ihr da? Laufen jetzt nicht ernsthaft weg, oder? Weglaufen klappt nicht. Da ist die Karte zu Ende. Komm. So. Sehr schön. So, gib mir Schatzkisten. Oh, Gegner. Die Karte ist nämlich gar nicht zu Ende. Ich sehe nur noch nichts da. Nichts. Nacht bricht da rein, ist okay. Kann man gar nicht durch. Gut, ich probieren wir mal im Fernkampf. Bist ja nur einer. Ja. Oh. So, gut. Stufenanstieg bei. Ah, den beiden. I. So, du brauchst auf jeden Fall mehr Vitalität, das haben wir festgestellt. Dann brauchst du auch noch einmal mehr Wahrnehmung und einmal mehr Geist, damit du zweimal wegschubsen kannst. Okay. Du brauchst mehr Vitalität. Viel mehr. Ja, okay, einmal Geist für mehr Mana. So. Und jetzt noch die Fertigkeiten. Du hättest gerne Feuer. Dann hättest du gerne Mystik. Mystik. Also mehr Mana, mehr Schaden durch Feuer. Und du Bogenexperte. Da wissen wir sogar, wo wir es lernen können. Das war auf jeden Fall in der Trainingshalle bei dem Möchtegern Bürgermeister. Und da hätte ich mit dir noch ganz gerne. Angriffe mit Luftmagie erhöhen sich. Das bringt uns nichts. Nee. Dann bei dir noch gerne ausweichen.
und deutlich. So, fertig. Oh, das ist aber eine Tür, wo wir keinen Schlüssel für haben. Und Licht aus. Licht an. Aber bevor wir jetzt weitergehen, denke ich mal, es ist Zeit für eine kleine Pause. Kurz abspeichern und dann gucken wir uns hier unten weiter um. Da ist noch sehr viel Platz auf der Karte. Aber ja, dann bis gleich.